Und da sind wir wieder, gerade frisch aus dem Turm der Götter. Ja, bei Wind Waker. Es geht weiter mit dem Schätzeheben. Zum Glück quatscht der rote Leu uns jetzt nicht nochmal voll. Ein Glück. Denn schon oft genug gesagt, dass wir noch das Trifort sammeln müssen. Ja. Ding, ding, ding. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Nach Westen? Südwesten müssen wir hin. Südwesten? Ja, wie gesagt, wir müssen die restlichen Schätze immer noch heben. Da-da-da-da-da. Also auf geht's. Auf geht's. Und zwar geht's zum... Zur südlichen Triangelinsel. Okay. Insgesamt fehlen uns noch 9, ne? Glaube ich. Insgesamt. 1, 2, 3, 8. 8 Stück. Na, da haben wir gar nicht mehr so viel zu tun. Vielleicht schaffen wir das ja sogar heute noch. Schauen wir mal. Wenn wir nicht wieder, wenn ich uns nicht wieder irgendwie vom Kurs abbringe. Ja, da vorne ist ein Schatz, aber ich glaube, wir ignorieren den lieber, ne? Ja. Wir haben, glaube ich, inzwischen echt genug Rubine und genug Schätze gesammelt. Wir haben ja irgendwie nichts mehr, wofür wir die ausgeben können jetzt. Wir können ganz viele Susunari-Statuetten kaufen und alle Inseln damit vollpflastern. Ja, das ist natürlich eine sehr sinnvolle Betätigung. Ja, total. Leider kriegt man da wirklich überhaupt nichts für. Da kriegt man noch nicht mal irgendwelche Kommentare von den Charakteren in den Läden oder auf den Inseln von für. Die sind wirklich einfach nur reine Deko, wenn man die pflanzt. Ja. Also nach dem Herzteil natürlich von dem Verschönerungskollegen. Ja gut, klar. Hier ist eine süße Statue. Meinen Nachforschungen zufolge gibt es davon 3 weltweit. Wozu die wohl gut sind? Tingle hat schon wieder vergessen. Ja. So, ich gehe direkt mal auf die Tingle-Bombe, um die Killeronus davon abzuwehren für den Fall. Es ist schließlich auch schon sehr lange her, dass wir die Statuetten auf den davon Inseln hier irgendwo mal aktiviert haben. Ja, das stimmt wohl. Zu lange fürs Tingle-Gedächtnis. Ja. So, ich spamme schon mal wieder den R-Knopf. Kabam Nummer 1 habe ich erwischt. Kabam Nummer 2 habe ich erwischt. Ja, da ist immer noch einer. Kann ich noch nicht anvisieren. Ja, wo ist sie denn? Die Triangelinsel, da war sie schon. Sind ja immer sehr leicht zu erkennen. Oh, ist sogar eine Trifaustkarte. Autsch. Und ich versuche es anzuvisieren, aber ich sehe mich nicht richtig. Jetzt, bam, hab sie. In die richtige Richtung? Ja, fast. Ja, schon besser. Ein weiteres Triforce-Teil für uns zu heben. Ring, da leuchtet schon. Ja, ein Stück noch. Wow, ja, warte. Wir wollen ja einmal schauen, was passiert, wenn man dann etwas daneben greift. Genau, mal gucken, ob wir weit genug daneben greifen. Hoffen wir mal. Das ist für uns ja schon eher eine Herausforderung, das Ding nicht zu kriegen. Wow! Wir sind zu gut. Also, laut Karte hätte ich definitiv gesagt, dass wir nicht genug, nah genug dran waren, aber Spiel denkt sich scheinbar, reicht. Ja, du hast einen Triforce-Splitter gefunden, jetzt fehlen nur noch 3 weitere. Ah, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Nicht mehr viel. So, so jetzt wollen wir als nächstes nach Capo Grande. Westen, ja, Capo Grande. Ja, okidoki. Und also muss der Kompass nach Osten zeigen? Ja, ja. Jetzt mistige Killeronos, verschwindet. Ja, wir werden schon wieder angegriffen, ich glaub's ja nicht. Ah, aber es ist so dermaßen weit weg, ich kann gar nicht anvisieren. Okay, wir haben sie überstanden, die Killeronos sind hinter uns. Ja, zum Glück. Blöde die mistige ich echt. Wer hat sich die ausgedacht? Der gehört erschossen. Ja. Hier schwimmen ein paar Fässer. Schnappst du dir, wenn sie auftauchen? Oh, noch nicht. Oh, das schaue ich mir mal an. Uiuiui, hier schlummert etwas aus dem Grund. Aber das holen wir uns jetzt nicht extra. Pring, da ist ein paar Fässer auf jeden Fall. Ja. Da ist etwas Hartes. Die Wellen sehen ziemlich stark aus, Herr Fee. Wenn dir übel wird, massier dein Handgelenk. Das hilft. Den Spruch haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Das stimmt. Explodierende Fässer, ja, ein Herz. Das ist sehr schön, da kannst du deinen Viertelherz Schaden heilen. Ja. Wunderbar. Das hat sich gelohnt. Und da vorne sind Bockblinds auf den Türmen. Wie unerwartet. Und da vorne haben wir Kanonenboote. Noch eins und noch eins. 3 Kanonenboote haben wir da vorne, die auf dich warten. Yay, Kanonenboote. Da vorne ist auch der Schatz! Schatz! Ja, kann doch nicht so schwer sein, den zu heben. Wobei, die Kanonenboote musste natürlich loswerden. Moment. Tingelschild. Es ist Mittag. Tingel, Tingel. Meer und Sand schützt Herr Fee mit starker Hand. Herr Fee, ich werde dich beschützen. Ausrufezeichen Herz. So, wo ist denn die Karte davon? Da, Triforce. Mein Gott, noch ein Triforce-Teil. Triforce-Teil Nummer 3. Irgendwie schaffen wir es perfekt, die Triforce-Teile erstmal rauszufischen. Scheinbar. Ein Stück noch. 3, 2, 1. Warst du zufrieden mit deinem Bodyguard-Tingle? Jederzeit wieder. Die Bombe hatte ich sogar gerade eben getroffen, oder? Ja. Haha. Und dann wieder die Schatztruhe. Der Bodyguard-Tingle mal wieder zu was nütze. Ja. Und es ist...
Oh mein Gott, das ist ein Trifor-Splitter. Oh mein Gott, das hätte ich gar nicht erwartet. Jetzt fehlen dir noch zwei weitere. Beim nächsten müssen wir es aber echt mal provozieren, dass wir zu weit weg sind. Ja, so, die nächste ist direkt im Süden von hier, auf der Haifischinsel. Die Haifischinsel. Oh, dann schwimmen wir da mal hin. Wutsch. Weg von den Kanonenbooten. Wutschni de Wutschni. Ja, das schaue ich mir mal an. Ui, da schlummert etwas auf dem Grund. Da fährst du gerade ziemlich genau drauf zu. Ja, ah, das ist auch schon. Und Fischi springt hier rum und Möwen fliegen über uns her. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Das ist wunderhübsch. Ja, die nächste Insel. Die Haifischinsel. Ist auch gar nicht so lange her, dass wir die das letzte Mal besucht haben. Jetzt ist es zu spät. Lass. Ja, hast, es übersteuert. Lass es. Die linke da ist sie wahrscheinlich, ne? Ich gucke mal. Ja, fährst genau drauf zu. Da vorne war noch eine, aber die scheint mir ein bisschen zu weit weg zu sein. Nee, die sind nicht. Du bist doch Präludien. Das kann sehr gut sein, ja, das würde passen. Ja, sieht so aus wie Präludien. So die beiden komischen Felsblocken nebeneinander, ja. In dieser Gegend wurden Schiffe gesichtet, die vom Himmel fallen. Bla bla bla. Ein Spruch, den wir schon tausendmal vorgelesen haben. Ja. Pfeifischen war einer von den Bäumen, warum wir das letzte Mal hier waren, ne? Ja. Da ist übrigens etwas Hartes. Mir ist übrigens wieder eingefallen, wo ich mich beim letzten Mal beschwert habe mit den tantopischen Bäumen, dass wir ja gar nicht wissen, auf welchen Inseln die denn jetzt wirklich alle sind. Auf unserer Karte war eingezeichnet, wo alles tantopische Bäume waren. Ach, gut, dass wir die Karte nicht aufgemacht haben. Ja, wollte gerade sagen, wir haben einfach nur die Karte nicht aufgemacht und es deswegen nicht bemerkt. Und uns deswegen nicht so wirklich dran erinnert. Ja. Jedenfalls ist da vorne ein Lichtstrahl, wo der Schatz ist. Yay! Juhu! Ja, die Karte soll zumindest auch einfach zu erkennen sein. Ja, schon, ne? Und ich schätze mal, es ist keine Trifhaus-Karte. Nee, es ist nicht keine Trifhaus-Karte. Nein, auch nicht. Da, die Haifischinsel, in der Tat. Relativ einfach zu erkennen. Sieht in der Tat sehr aus wie ein Delfin. Mhm, wunderschön abgestiegen. Ein gutes altes Ritual. Ja. Und hier heben wir aus dem Wasser. Erstmal versuchen selber danach zu tauchen. Ja, wie immer. Ich denke mal, es werden 200 Rubine sein. Vermutlich. Oder eine Karte. Ich hoffe, wir haben alle Karten. Das ist ein silberner Rubin. Yeah. So viel wert wie 200 grüne Rubine. Mehr Glück kann dir kaum widerfahren. So, jetzt haben wir einmal brav nach Osten. Die ganze Reihe voll. Ja. Uns fehlen in dieser Reihe noch sämtliche Schätze von hier aus östlich. Ja, das ist eigentlich ganz nützlich für die Windrichtung. Ja. Also, auf geht's. Was ist denn genau? Also die Swing-Cordial. Da müssen wir doch einmal kurz ins Zwei-Augen-Riff runter. Ja, wenn wir einmal da sind, ja, können wir da einmal noch da runter und dann haben wir die hier noch alle. Ja. Sind alle noch die fehlen. Okay, auf geht's. Nach Osten. Was war im Osten eigentlich jetzt für das eine Insel? Das Feen-Cordial, das ich da vorne sehe. Ach ja. Das Feen-Cordial, das südliche. Genau. Da vorne ist das Zwei-Augen-Riff. Naja. Nicht so übermäßig weit weg. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es wäre sinnvoller gewesen, erst im Zwei-Augen-Riff zu fahren. Na egal. Oh mein Gott, ein Octorok! Oh nein, er wird dich töten. Oder so. Ja. Oder er wird einfach nur in die Luft spucken und wir sind schon längst weg, wenn die Bomben landen. Ehrlich, die Octalus oder Octoroks hier, was auch immer es genau sind. Die sind vollkommen ungefährlich. Ja, wirklich, solange die können man nicht gar nichts. Solange man nicht versucht, Schätze vor ihnen zu heben, sind die vollkommen ungefährlich. Ja, die zielen tatsächlich auf einen, im Gegensatz zu den Kanonenbooten, die einfach nur irgendwo in die Nähe von einem schießen. Ja. So, das Feen-Cordial. Uiuiui, was rieche ich denn da, wenn das mal keine Fee ist? Und wenn das mal nicht ein versunkener Schatz ist, den wir da vorne heben können? Ja. Ja. Es ist jetzt 19.24 Uhr. Ah ja. Ist ja schon mal gut zu wissen. So, wo ist das Feen-Cordial? Das ist doch auch relativ leicht zu erkennen. Hier vorne. Da. Da, Nummer 4. Und wir stehen schon genau drauf. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich ein Stück zurücktuckern. Ja. Wobei, das Spiel ist ja so gnädig mit uns, du würdest ihn wahrscheinlich auch von der aus gehoben kriegen. Na, ist ja ein normaler Schatz. kein Triforce-Schatz. Sehr wahr. Achtung. Spannung. Spannung, alles wartet. Hey, es ist bereits Abend, sagt Tenge. Wo ist es das schon? Ja. Ein Herzteil! Drei haben noch eins im Sinn, uns fehlt nur noch ein einziges Herzteil. Dann haben wir sie alle. Unsere Energie auf voll. Ja. So, und jetzt ab nach Süden zum Zwei-Augen-Riff. Ein einziges Herzteil, mein Gott, wir sind schon weit gekommen. Ja. Es fehlt wirklich nicht mehr viel.
Und ich sehe Bucky Blends en masse östlich von dir. Aber da willst du zum Glück ja, nicht auf den Türmen, glaube ich. Ja. Ne? Ja, drei Türme, ganz da viele schwimmen aus Versehen. Außerdem ein paar Fässer. Ja, schwimmen aus Versehen ein paar Fässer. Ja, aus Versehen vor dir. Auch. Ich frage mich, wo die immer herkommen. Die tauchen immer so aus dem Nichts auf, wenn wir zufällig gerade vorbeifahren. Weiß nicht, wer hat ein Viertel seines Herzens in Schatztruhen gesperrt und ins Meer geworfen? Das haben sie bestimmt aus Fluch der Karibik geklaut. Bestimmt. Ja, ne, das Zwei-Augen-Riff. Die letzte große Herausforderung, die wir zu bestehen haben. Ja. Im Schätze heben, weil da müssen wir wieder mit den ganzen Kanonen klarkommen. Vorsitz. Aber wir haben ja ein Tingelschild. Ja, ist tatsächlich innen drin. Schweinerei. Wenn du es schaffst, auf das Stoffdach ganz im Westen von Portemonnaie zu klettern, dann verkaufe ich die Tingelballons zum Sparpreis. Aber das weißt du ja schon, oder, Herr Fehl? Ja, das wissen wir in der Tat schon. Tingel, Tingel, Meer und Sand, schütz Herr Fee mit starker Hand. Herr Fee, ich werde dich beschützen, Ausrufezeichen Herz. So, ja, ne, dann, wo ist sie denn? Zwei-Augen-Griff haben wir schon zigtausend Mal gesehen. Ja. Nee. Was ist sie denn? Was, eine Triforce-Karte? Wird wohl eine Triforce-Karte gewesen sein, weil da habe ich nicht geguckt. Block, 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 ja, wunderbar, wunderbar. Ah, Triforce-Karte Nummer 8, ja, wir sind doch schon sichtbar. Im Zwei-Augen-Riff. Also hat jemand um das Triforce herum nachher das Riff gebaut, oder was? Also zumindest die Kanonen gebaut. Diese Festung gebaut. Es wird übrigens knapp mit deinem Schild. Warst du zufrieden mit deinem Bodyguard-Tingel? Jederzeit Bombe. Gut. Oh, war tief. Der hat meilenweit verfehlt, zum Glück. Schatz ist wieder mal wirklich sehr, sehr tief. Und ach, das war noch einer der mittelmäßigen. Wir hatten schon deutlich tiefere. Ja. Aber der war tiefer, als mir lieb war in dem Moment. In der Tat. Jetzt stand es aber wieder genau drauf, ne? Ein Triforce-Splitter. Wir haben nur noch einen einzigen Versuch, um eine Vase zu heben. Ja, ich wollte. Bam! Ich wollte hier drin nicht unbedingt anfangen, da nah drum rum zu schwimmen oder so. Und scheinbar hat sich eins der Kanonenboote mal wieder selbst erledigt. Haha. Das Übliche also. Ja, liegt einfach mal wieder so ein Kristall von einem kaputten Kanonenboot hier drin. So, und jetzt müssen wir nach Nordosten ins nächste Gebiet. Ja. Puh. Und zwar zur Firninsel. Hätte ich jetzt aber selber nachgucken können. Ja, aber das wäre zu einfach gewesen. Ja, auf der Firninsel mussten wir mit den Eispfeilen die Lava einfrieren, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. War es die Firninsel? Nein, die Firninsel mussten wir das Eis mit den Feuerpfeilen wegtauen. Ja. Das war die Firninsel. Das waren die, die wir so Ewigkeiten gesucht haben und festgestellt haben, dass sie auch direkt neben unserem Startpunkt war. Ja. War auch gar nicht meine Schuld. Nee, 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 nee. Aber wir haben ja stattdessen währenddessen lustige Nebenaufgaben erfüllt. Also ja. War es nicht ganz so schlimm. Das war nicht ganz sinnlos. Uiuiui, was rieche ich denn da, wenn das mal keine Fee ist? Bist wieder durch das Feenkordialgebiet gefahren. Scheinbar. Ja, ne? Bist auf jeden Fall schon im Gebiet. Wo ist er denn, der Schatz? Hier liegt die Firninsel. Ich vertrage ja weder große Hitze noch große Kälte. Brrr, mich fröstelt's, wenn ich schon allein bei dem Gedanken. Was? Mich fröstelt's schon alleine bei dem Gedanken daran, so. Und da ist auch der Schatz. Tingel, tingel, mehr. Und das wird knapp. Okay, das Kanonenboot hat keinen Bock auf dich zu schießen. Es hat geschossen, aber von mir weg. Ja. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Es war irgendwie verwirrt, dass du es frontal rammen wolltest. Ja. Da, Nummer 17 ist es. Achtung, ein Kanonenbrot. Nimm dich in Acht vor seiner Kanone. Du hast den Tingelschild gecancelt mit dem Aufrufen der Karte. Ja, deshalb warte ich normalerweise immer, aber ich muss halt gucken, welchen Schatz es ist. Ja, lalalala, gut, das Kanonenboot will ich sowieso nicht erledigen. Gut, dass die Kanonenboote eh alle viel zu dämlich sind. Oh, und da. Ein weiterer Schatz. Ich schätze mal 200 Rubine. Vermutlich. Und es ist ein silberner Rubin. 200 Rubine. Mehr Glück kann dir kaum widerfahren. So, auf nach Zantopia. Einer der ersten Inseln, auf die wir waren. Da kannst du wirbeln. Da musst du wirklich nicht hinfahren. Auf Ding, 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 ding. La, 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 la. Wie oft waren wir wohl schon auf Zantopia? Ich weiß es nicht. Wie oft haben wir uns da unnütz hingewirbelt? Da hätten wir eigentlich auch hinwirbeln können. Egal. Egal. Ja, dann schauen wir mal, wo der Schatz liegt. Ja, vielleicht steht er ja wieder direkt neben unserem Startpunkt, wie auf Draconia. Dann hätten wir ihn wahrscheinlich schon gesehen. Was, eine Triforce-Karte, oder? Nee, es war eine normale Karte. Die Triforce-Karte ist die letzte Karte, die wir heben werden. So, wo ist es denn, wo ist es denn? Wo ist die Karte dazu? Ja, das ist nämlich die letzte Triforce-Karte.
fehlt da. Da. Ah, du stehst, glaub. Nee. Muss auf der anderen Seite der Insel sein. Ja, genau, einmal von hier, ja, auf dann der anderen. Kann man rum. Ja so wunderbar. Einmal südlich rumfahren. Wusch! Wie schön schnell du dich wieder auf meiner Karte bewegst, weil ich die Inselkarte habe. Ach, und da hat man gerade auch den. Da hat man gerade das Leuchten auch kurz verschwinden sehen. Ja. So, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Was wird es sein? Ein weiteres Herzteil? Ein letztes Herzteil? Oder doch noch mal 200 Rubine? Immerhin, Santovia ist eine wichtige Insel. Man kann ja immer hoffen, dass sie an wichtigen Inseln wichtigere Items verstecken. Und so wie am Portemonnaie. Ein Rubin. Ja. Ja, egal. Ja, wir finden egal, in genau. dieser Schatztruhe... Das letzte Herzteil. Hier dahin, keins mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um eins. Zum letzten Mal. Wir haben jetzt 20 alle Herzen. Herzteile des Spiels und die verlängerte Magieleiste. Da oben links wird sich jetzt nichts mehr tun für uns. Ja, sieht es vor allem sehr hübsch aus, endlich. Ja, jetzt sind sie endlich alle in Form. Okay, die muss irgendwo etwas oben linksiger sein. Es ist schön, dass die Karten, dass die Insel, allerletzte, ne? Ja. Es fehlt nur die letzte Triforce-Karte. Ja. Nee, ist so schön, wie auf dieser Karte die Insel so klein ist, dass man nicht mal sieht. Ja, ne, ist auch kaum eine Insel. Ja, ein so kleiner Fleck. So, und dieses Mal müssen wir aber wirklich provozieren, dass wir vollkommen daneben greifen. Ja. Oh. Ich will es doch wenigstens einmal demonstriert haben. Ja, an sich schon. Hutsch, der war ich zu gut. Hutsch, da ist er. Der Lichtschein. Uiuiuiui. Hier ist ja viel, viel Schleim. Deliziös, sagt Tingel. Warum schmeckt Schleim so gut? Ich habe keine Ahnung. Ich will auch gar nicht wissen, wonach es genau schmeckt. Das sowieso. So, Triforce-Karte Nummer X. Welche ist es? Welche fehlt uns noch? 6? 7? Triforce-Karte Nummer. Ne, früher. 5 fehlt uns. Oh, da, hi. Warte. Tingelbombe. Lass mich anvisieren. Bam! Sorry, ich muss gucken, wann ich daneben stehe. Ich stand nämlich wieder genau auf dem Schatz. Jetzt muss ich wieder ein Stück von dem wegfahren. So, jetzt so. So, warte. Hi. Bam! So, wir haben auf jeden Fall was erwischt. Jetzt hoffen wir mal, dass es... Oh, wie schade. Ja, das passiert, wenn man, das passiert nur bei den Triforce-Karten. Wenn mal was daneben liegt, dann... Danger Zone! Jeez! Was ist denn hier los? Ich glaube, es steht genau auf dem Schatz. Ah, ich hab dich gesprengt! Ah! Fahr weg! Fahr weg! Fahr schneller weg! Oh, ich hab mich getroffen! Ich kann nicht! Ja! Wir heben doch jetzt einfach mal den Schatz! Das ist der Schatz, oder? Ich stand zumindest genau drauf, ja! Ja! Wir komplettieren das Triforce mitten unter einem Octorok! Ja, mitten unter einem Octorok! Du hast einen Triforce-Splitter gefunden. In einem Octorok. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce des Mutes ist vervollständigt. Wir haben es geschafft. Blink. Ja, das war die ganze Zeit in unserem Inventar sichtbar. Ich glaube, wir waren nicht einmal in unserem Inventar, seitdem wir das sammeln. Aber da zumindest ist nicht auf der Seite da ist Inventar, ist in der die ganze Zeit sichtbar. Sehr gut, Lank. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Ist es doch schon. Ja. Bam! Autsch. Sorry. Diesmal hast du mich gesprengt. Aber mir auch. Wo? Ah, ich hab dich schon wieder gesprengt. Beste. Also schwer zu erkennen, wen ich gerade anvisiert habe. Übrigens Entdeckung. Bam! Die Tingelbombe geht trotzdem los, selbst wenn du irgendeinen Mist machst. Wie in Lieder spielen. Die anderen Sachen werden gecancelt. So! Ja, dann wollen wir doch mal zum Turm der Götter zurück, jetzt wo wir alles andere gemacht haben. Und der Triforce haben. Wollen wir das? Wollen wir das? Haben wir noch irgendwas vergessen? Lass mich überlegen. Nee, mach das. Auf zum Turm der Götter! Oder so. Ja. Ja, so in etwa. Wir sind bereit für die letzte Herausforderung des Spiels. Also, ich würde mal sagen, na, auf geht's. Hoffentlich müssen wir das Triforce nicht mit dem Puzzlespiel zusammensetzen. Dann brauchen wir noch ein paar Folgen. Ja. Und Cutscene! Ich befürchte, ich werde nicht viel mit Tingle machen können, wenn wir einmal da sind. So denn, Lang, zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce! Das ist zu blöd, das zu sehen, wenn es in der Tasche hat. Irgendwie kommt mir das sehr klein vor. Irgendwie schon, ne? Aber gut, das muss ja in seine Hand reinpassen. Ja.
Und da ist er wieder. Der Lichtschein, der uns schon mehrfach runtergebracht hat. In die Schwarz-Weiß-Welt, die dann wieder farbig wurde. Oh mein Gott! Ja, und jetzt ist es in unserer Handfläche. Es ist in meiner Hand verschmolzen. Oh, was geschieht? Das Triforce! Es verweilt in dir! Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Boah, das habe ich auch gar nicht kommen sehen. Nee. Oh, warte. Überhaupt nicht. Du, der du den Wind befehligst, das Meer bereist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennzeichnen. Auch das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Lang, Held des Windes. Finde ich, ist ein guter Titel. Vor allem Lang. Ja, Lang. Lang. Geh. Geh. Geh nach Hyrule. Geh zu Zelda. Die immer noch da unten in dem Verlies eingesperrt ist, wahrscheinlich inzwischen verhungert ist. Und verdurstet. Ja. Oder vor Langeweile gestorben. Eins von den dreien. Oder alles. In aufsteigender Wahrscheinlichkeit. Ja, ne? Da sind wir also wieder. Im bunten Hyrule. Das heißt, wir werden uns jetzt vom Leuen verabschieden müssen. Ja. Yay, nie wieder Boot fahren. Von Bord. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Oh, man kann hier gar nicht krabbeln. Tut, tut, du bist ein U-Boot. Ja. Ja, das war's, ne? Ja. Sag goodbye zum roten Leuen. Wir werden ihn vielleicht im Abspann nochmal wiedersehen. Da sehen wir übrigens die Meeresoberfläche, wenn man so hochgeht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Nett ja, gemacht hübsch, hier. Ne? Hast du noch irgendwas zu sagen, Leue, bevor wir da reingehen? Ich bin besorgt um Zelda. Eile schnell ins Schloss und sieh nach ihr Befinden. Ja, ne? Eilen wir. Aber erst beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.